Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu den FIFA 17 Squad Building Challenges. Heute mal wieder die Top-Partien am Start, wo wir natürlich auch wieder die Prognose dazu gemacht haben und wir wollen natürlich schauen, ob wir diesmal mal wieder bei ein paar Spielen richtig gelegen haben oder ob ich total daneben gelegen habe. Wir werden sehen. Wir bekommen auf jeden Fall ein Premium Gold Set für diese Challenge, wenn wir die abschließen, und schauen einfach mal, was die Partien sind. Wir haben USA-Mexiko, die wir in unserer Prognose drin hatten, genauso wie Brasilien gegen Argentinien. Und die weiteren beiden Spiele sind Wales gegen Serbien, die wir leider nicht drin hatten, und Nigeria gegen Algerien, wo ich kurz überlegt habe, ob ich die mit reinnehme in die Prognose, habe ich aber dann doch gelassen. Hätte ich vielleicht lieber machen sollen. Aber wir starten direkt rein, würde ich sagen. USA gegen Mexiko, wir brauchen mindestens 3 Spiele aus der USA, mindestens 3 aus Mexiko, mindestens 4 Ligen, mindestens 76 Team-Gesamtbewertung und 95 Team-Chemie mindestens, und dafür bekommen wir ein Jumbo Premium Gold Set. Also, ja, der Preis ist jetzt nicht so berauschend, aber ich habe hier meine Mannschaft gebaut und ihr seht schon, wir haben hier gerade so die 95 Chemie. Das liegt daran, dass ich vor allem Spieler aus meinem Verein verwendet habe. Ihr seht auch die Loyalität auf den Spielern. Wir haben jetzt auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spielern die Loyalität. Das heißt, ohne Loyalität hätten wir nur 88 Chemie und damit würde die Challenge nicht funktionieren. Was ihr da allerdings machen könntet oder was ich euch empfehlen würde, ist, ihr nehmt einfach aus der mexikanischen Liga jetzt hier jeweils noch einen Mexikaner. Dann haben die auf jeden Fall 9 Chemie. Und dann könnt ihr hier einen rechten Mittelfeldspieler aus einer anderen Liga, wie jetzt zum Beispiel bei mir aus Portugal, verwenden. Dann habt ihr 2 Ligen hier. Und dann verwendet ihr hier auf der rechten Seite einfach MLS komplett. Komplett MLS-Amerikaner. Ich habe jetzt hier einen aus der Premier League drin. Da packt ihr dann einfach einen aus der MLS rein. Und macht es hier bis zum Sturm durch. Und hier könnt ihr dann wieder einen anderen Amerikaner im linken Mittelfeld verwenden aus einer anderen Liga und dann habt ihr die 4 Ligen und denke ich, sollte es dann auch mit der Teamchemie hinhauen. Und dann würde ich sagen, schicke ich die Mannschaft direkt mal ab. Wir nehmen einfach die Spieler, weil wir die jetzt im Verein hatten. Das ist sicherlich nicht die günstigste Variante jetzt gewesen. Gehen direkt weiter zur nächsten Challenge, Brasilien gegen Argentinien. Dort brauchen wir mindestens 5 Brasilianer, mindestens 5 Argentinier. Mindestens 7 Ligen, Spielerqualität genau Gold und 95 Teamchemie. Und dann schauen wir auch mal direkt rein, was ich dort zusammengebaut habe. Wir haben 100 Chemie, eine 77er Bewertung. Und ich habe im Sturm 3 Angreifer aus 3 verschiedenen Ligen, nämlich aus Chile, aus Mexiko und aus der Major League Soccer. Also da haben wir schon mal 3 Ligen, wir brauchen ja insgesamt 7. Dann hat mein Mittelfeld natürlich komplette Chemie, weil die alle 3 Argentinier aus der argentinischen Liga sind. Und die haben auf jeden Fall 9 Chemie jeweils, genauso wie die 3 Stürmer. Wenn sie keine Loyalität bei euch haben, 9 Chemie. Wenn sie Loyalität haben, natürlich dann 10 Chemie. Und dann haben wir damit praktisch schon 4 Ligen im Team und 6 Argentinier. Wir brauchen eigentlich nur 5, aber man sollte da schon die 6 Argentinier verwenden. Und dann habe ich in der Verteidigung 2 Spieler, oder besser gesagt 3 Spieler aus Portugal, aus der portugiesischen Liga, und den Fabinho und den Rafinha als Rechtsverteidiger. Das sind dann unsere beiden letzten Ligen, die Ligue 1 und die Bundesliga. Und ich habe gerade gar nicht geschaut, ob das auch ohne Loyalität so funktioniert. Ich nehme aber mal fast an, dass es funktioniert. Ich würde sagen, ich rechne das nochmal kurz nach und sage euch dann Bescheid. Also ich habe es mal kurz nachgerechnet, wir würden ohne Loyalität hier auf 93 Chemie kommen. Das heißt, ohne Loyalität würde das so nicht funktionieren. Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie man das anders machen könnte, dass es funktioniert. Wenn ihr da eine Variante gefunden habt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie man das ohne Loyalität hier hinbekommt. Auf jeden Fall schicke ich die Mannschaft jetzt ab, wir bekommen ein Goldspielerset dafür. Ein Premium-Goldspielerset sogar, 3 seltene Spieler. Und gehen direkt weiter zur nächsten Challenge, Wales gegen Serbien. Und dort brauchen wir mindestens einen Spieler aus Wales, mindestens einen aus Serbien. Genau 3 Ligen,
eine Gesamtwertung mindestens 78, mindestens 95 Team Chemie und 11 Spieler im Team natürlich. Und ihr seht schon, wir haben hauptsächlich Premier League Spieler hier verwendet in dem Team. Und unsere drei Ligen hier in dem Team sind die Bundesliga. Wir haben hier Oliver Baumann im Tor, Niklas Süle in der Innenverteidigung ist natürlich ein Top-Link, gleicher Verein, gleiche Nation, und Per Mertesacker in der Innenverteidigung noch, um das Rating ein bisschen hoch zu pushen, natürlich 83er und natürlich auch den Link zu Süle und Baumann. Dann machen wir rechts weiter, da haben wir unseren Waliser, das ist der Lewis von Swansea City. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der aktuell ein bisschen was wert ist. Sieht aber nicht so aus. Dann geht es auf jeden Fall weiter mit dem Antonio, dem Barry und der Ricky Lambert, der in der zweiten englischen Liga spielt. Ist also unsere zweite Liga, die Bundesliga, unsere dritte Liga und die Premier League natürlich. Und dann könntet ihr hier natürlich verwenden, eigentlich wen ihr wollt. Wir brauchen natürlich noch die zwei oder den einen Serben. Das war bei mir zuerst Kolarov und dann hat es mit der Chemie nicht ganz hingehauen. Deswegen habe ich noch den Tadic gekauft. Mit dem kommt er dann auf volle Chemie, der Kolarov, genauso wie der Tadic. Und dann funktioniert diese Mannschaft, denke ich, auch ohne Loyalität. Und dann würde ich sagen, schicke ich die auch direkt mal ab. Wir bekommen 2500 Münzen und ein Premium Gold Set. Also die Belohnung ist eigentlich nicht ganz so gut für das, was mich hier wegschickt. Aber ja, jetzt haben wir die Verbindung verloren. Ich verbinde wieder und wir sehen uns gleich. So, jetzt schicken wir die Mannschaft aber ab hoffentlich. Und weg ist er. Wir bekommen ein Premium Gold Set wieder und 2500 Münzen. Und kommen zur letzten Challenge. Nigeria gegen Algerien, mindestens zwei Spieler aus Nigeria, mindestens zwei aus Algerien. Spielerqualität genau Gold und eine Teamchemie von mindestens 95. Und da zeige ich euch mal, was ich hier zusammengebaut habe. Und zwar habe ich hauptsächlich eine Ligue A Mannschaft gebaut. Wir haben vier Franzosen in der Innenverteidigung. Wir haben Enyama natürlich im Tor, den nigerianischen Torhüter. 1200 hat er mich gekostet. Dann haben wir mit Clément, einen defensiven Mittelfeldspieler aus Frankreich. Da könntet ihr jeden französischen ZDM verwenden aus der französischen Liga. Dann geht es weiter mit unseren zwei Algeriern. Da habe ich zum einen mal den Mesloop von Lorient und den rechten Flügel, den Gesal von Olympique Lyon genommen. Und dann habe ich im Sturm den Mukanjo genommen, weil der den guten Link natürlich hat zu unserem ZM bzw. zu dem ZOM Mesloop, der im gleichen Verein natürlich spielt. Und damit funktioniert das. Und damit wir Nigeria natürlich auch noch abdecken, habe ich jetzt hier noch zwei Nigerianer reingepackt. Das ist einmal der Obi Mikel natürlich und der Victor Moses, beide von Chelsea. Beide natürlich kriegen einen guten Link. Damit kommt Moses zumindest auf 8 Chemie, weil er ja hier noch als LM spielt. Und Obi Mikel bekommt 6 Chemie. Das funktioniert aber trotzdem, weil die anderen ausreichend Chemie bekommen, dass es auch so funktioniert. Wir haben hier, ihr seht, vier Spieler mit Loyalität. Und wenn ihr die 4 von den 99 Chemie abzieht, haben wir natürlich immer noch 95 Chemie. Damit funktioniert das auf jeden Fall. Ihr könntet hier sogar einen französischen Torwart verwenden. Das mache ich jetzt, denke ich, auch mal. Da müsste ich, denke ich, noch einen im Verein haben. Genau, da hier diesen. Der funktioniert auch, der bekommt dann sogar 10 Chemie, nicht so wie Enyama, nur 9. Und dann ist es natürlich noch ein bisschen besser, wir sparen auch noch ein bisschen Coins, können den Enyama wieder verkaufen, der geht, denke ich, auch noch für ein bisschen was weg. Und haben die Challenge trotzdem erfüllt, wir bekommen ein Premium-Goldspieler-Set wieder dafür, schicke ich weg. Und damit haben wir auch die gesamte Top-Partien-Challenge mal wieder abgeschlossen. Und bekomme das Premium Gold Set dafür. Ich werde die natürlich jetzt direkt alle aufmachen. Wir haben ja gestern bei den Foot Champions Preisen einige gute Spieler gezogen. Ich hoffe natürlich, dass sich dieses Glück auch auf heute übertragen hat, dass wir heute auch noch den ein oder anderen richtig guten Spieler bekommen. Und wir fangen einfach direkt mal an. Wer wird im ersten Set sein? Das ist Italien, Mirante, 81er Torwart. Sagt mir jetzt spontan nichts.
speichere ich alles im Verein und den Marco, den können wir, denke ich, abstoßen. Geht's direkt weiter mit dem nächsten Premium Gold Set und da ist eine Non-Rare Karte unser bester Spieler. Das können wir, denke ich, überspringen. Genau, jetzt haben wir noch drei Sets. Das nächste ist ein Jumbo Premium Gold Set, ein 15k Set und da bekommen wir auch nur einen Non-Rare Spieler. Das ist nicht allzu gut. Aber ein paar, die wir vielleicht in anderen Challengers natürlich wiederverwenden können. Nehmen wir natürlich mit. Jetzt haben wir noch zwei Premium-Goldspieler-Sets, wo immerhin drei seltene Spieler drin sind. Da muss doch ein guter dabei sein, hoffentlich. Und das ist Max Meyer. Jawohl. Von Schalke 04. Ganz okay, die Karte. Was haben wir sonst noch so? Ja, Dyer ist auch ganz okay. Nehmen wir einfach mal mit. Den Meier können wir, denke ich, verkaufen. Ja, okay, der ist nichts mehr wert, wie es aussieht. Der Suso könnte vielleicht ein bisschen was wert sein. 700, jawohl. Und den Rechtsverteidiger werde ich, denke ich, auch verkaufen. MLS-Spieler sind wahrscheinlich noch ein bisschen was wert, genau. Den verkaufe ich, die anderen stoße ich ab. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Set von diesem Video. Und hoffentlich nochmal ein guter Spieler. Sieht aber nicht so aus. Und dann würde ich sagen, wir beenden das Video hier mit Berardi. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Jules. Haut rein.